Hallöchen! Ich hatte gerade eben einen Geschäftstermin. Der Rofi, der Gute, ist hinter der Kamera und ich habe ihm gesagt, weißt du was, in der Ecke gibt es einen richtig geilen Fluss. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen vertikal, wenn wir sowieso schon mal hier unten sind. Dabei haben wir die Wiestig vom Rofi. Eigentlich wäre die Wiestig Plus sogar noch ein bisschen besser, weil man besser dann auf der anderen Seite rummachen kann. Aber der Rofi, der kann sich auch nicht so viele Routen leisten. Der muss zuerst noch ein bisschen filmen, damit das funktioniert. Trotzdem eine super Route für 85 Gramm Jig, den wir hier haben. Ja? Und was auch noch dabei ist, ist ein neues Muster. Ist ähnlich wie die Wiestig, ein bisschen anders. Es wird auch eine Veränderung geben. Eigentlich eine Route fürs Bellyboot mit einem kürzeren Hintergriff. Der wird auch noch kürzer. Und die probiere ich jetzt auch mal aus. Und was ich auch hier habe, ich weiß gar nicht, ob ich schon zeigen darf oder soll. Ich will so ein bisschen was ausprobieren. Hat mit dem Disc-Teaser zu tun, aber nicht zwangsläufig. Und hat auch noch mit dem Bungee-Rig zu tun, mit dem Original-Bungee-Rig. Ja? Schauen wir mal, ob das funktioniert in Kombination mit Flutegeln. Und jetzt will ich es gar nicht allzu lange machen, weil ich bin heiß, Rofi ist heiß. Wir müssen ein bisschen angeln gehen. Ihr begleitet uns einfach mal so. Was wichtig ist, wenn ihr seht, dass die Fische hochsteigen zum Köder und sie sehr steil hochsteigen, Köder auch mitziehen. Immer den Fisch überfischen. Der Wels ist ein Fisch, der komplett nach oben gerichtet ist, was das Raum anbelangt. Das heißt, Beute, die sich über ihm befindet, ist bedeutend interessanter für ihn als Beute, die sich unter ihm befindet. Zumal dann auch irgendwo die Schnur in seiner Nähe ist, was auch nicht gut ist. Das heißt, immer schön gucken, dass der Köder über dem Fisch ist. Und umso mehr Aktion ihr bekommt, umso mehr Wels sich vom Grund heben, Interesse am Köder zeigen, umso weiter oben solltet ihr fischen. Denn lieber kommt er runter, wenn die Welsen nicht hoch genug steigen, als dass ihr die Köder andauernd hochziehen müsst. Aber natürlich, wenn nicht viel am Grund ist, dann doch so ungefähr einen Meter über Grund fischen und gucken, was passiert. Riese. Ja, erster Fisch. Gigantos. Geil. Auf die Blutegel, ja. Mal gut aufpassen, die Kleinen. Die machen am meisten Aua am Daumen. Da ist er! Kleiner Süßer. Disc-Teaser, ich will nicht allzu viel Aktion machen, deshalb ist da keine Zusatzscheibe drauf. Jo, hat zwar ein bisschen gedauert, ich weiß eine Stunde oder so, aber es fängt an. Vom Einzelhaken gefischt, Flutegel, ich glaube, die leben sogar noch ein bisschen. Können wir es also nochmal nehmen. Klein, aber mein. So, mal gucken, ob die nächsten größer werden. Fischki, Fischki. Fischki, Fischki, Fischki. Fischki, Fischki, Fischki. Komm, komm mal. Okay, nimm ihn. Nimm, jawohl. Ach, komm, nimm ihn richtig. Hat immer dran gezockt, ey. Ja, und nochmal abgelegt. So eine Scheiße, guckt ihn euch an, ey. Kommt da aber nochmal. Kommt da nochmal. Ja, jetzt nochmal dran. Komm, nimm ihn. Das ist dieser zuppelt und jetzt.
Bis dieser zoppelt, nimm ihn. Ah, dreh deine Mauer ab. Mal kontrolliere. Gar nichts bei, ja. Scheiße. Blutegel sind zwar viel stabiler als Würmer, aber ja, für Wälse halten sie auch nicht ewig aus. Ich wollte ja eigentlich jetzt kurz die Montage erklären, aber ich habe eine Sichel. Vielleicht können wir den ja live fangen hier. Ne? Obergeil. Warum euch wundert, warum ich so hier sitze? Irgendwie steht der Geber so komisch. Ich habe meinen Köder nur auf dem Echelot, wenn ich ihn ganz hinten ablasse. So, jetzt bin ich knapp oben drüber. Ist immer wichtig, dass er über dem Fisch bleibt, wenn ihr ihn seht. Ich bewege jetzt so ein bisschen, ob das schon ausreicht, ihn zu animieren, man weiß es nicht. Die Blutegel machen ja auch so ein bisschen Aktion. Jetzt ist er natürlich weg. Versuchen wir mal das Holz. Funktioniert nicht immer. Bei den Kleinen ist es effektiver, weil die Kleinen noch nicht so viele negativen Erfahrungen damit gemacht haben in der Regel. So, Echo ist weg, jetzt kann ich mal die Montage erklären, ja? Darum habe ich ja auch zum Profi gesagt, pack mal die Kamera aus. Oben sind wir. Haben hier knapp 7 Meter. Wir fischen mit zwei verschiedenen Montagen. Zum einen mit dem Vertical Jig, zum anderen aber auch mit dem Bissteaser. Und ich habe hier Blutegel. Die Blutegel kann man entweder mit dem Drilling fischen oder mit dem Einzelhaken. Ich finde, ein leichter Einzelhaken wie unser Striker XS mit zwei Blutegeln, der macht irgendwie mehr daher als ein Drilling, weil man halt viel, viel weniger Gewicht hat. Das heißt, die Blutegel können so einen kleinen Haken besser bewegen. Und auf dem Einzelhaken, da will ich keine drei Egel montieren, weil ansonsten gibt es Tohu Wabo. So können sie noch relativ frei schwimmen. Dieser Egel, der ist schon ein bisschen verletzt, der war eben auch drauf, wo ich den kleinen Fisch gefangen habe, aber die sind stabil, die kann man noch ein bisschen dran lassen. Ich fische in der Regel relativ kurz unterhalb vom Disteaser, weil ich einfach noch da die Aktion vom Disteaser so ein bisschen in Verbindung bringen möchte mit dem Köder. Der Disteaser, wenn man ihn ohne Scheibe fischt, auch mit Scheibe, aber ohne Scheibe funktioniert noch besser, man kann ihn einsetzen wie ein normales Blei, das heißt ablassen und den Köder seine Arbeit verrichten lassen. Das funktioniert. Funktioniert auch, wo erlaubt, mit lebenden Köderfischen. Ja? Aber hier mit dem Blutegel ist es ein gutes Beispiel. Da möchte ich keinen Teaser einsetzen, der allzu viel Radau macht, sondern einfach einen Disteaser, ruhig gehalten, ein bisschen klopfen. Und wenn ich dann der Meinung bin, dass man noch so ein bisschen Zusatzreize in den Köder bringen muss, dann kann ich halt zupfen. Und selbst ohne Scheibe, diese gerade Fläche hier, die macht auch so schon sehr, sehr viele Verwirbelungen. Ja? Man hat hier so eine Begrenzung drin. Ich habe jetzt hier zwei Wirbel montiert. Es geht auch, wenn man unten zum Beispiel so einen Schlaufenknoten macht, kann man trotzdem auch einen Haken austauschen, wenn er zum Beispiel stumpf wird, wenn er häufig über Grund schleift. Aber ich habe das letzte Mal irgendwie zwei Wirbel verwendet. Kann man eigentlich machen wie ein Dachdecker. Ja? So ein bisschen Spiel ist auch nicht verkehrt, aber nicht so viel Spiel. Und oben drüber braucht man halt auch ein Stück Vorfahrmaterial noch. So insgesamt, sage ich mal, ein knapper Meter reicht vollkommen aus. Oder auch 70, 80 Zentimeter. Das ist genügend. Ja? Und lassen wir ihn noch mal kurz ins Wasser, damit ihr mal seht, wie viel Radau dieser Köder macht. Ja, der eine Egel, obwohl er extrem angeschlagen ist, gibt trotzdem noch Gas. Und ich würde sagen, so Blutegel, die machen teilweise mehr Radau als ein kleiner lebender Köderfisch. Und sie sind halt auch in Deutschland erlaubt. Und noch mal kurz zum Disteaser. Ja, man kann ihn natürlich ruhig halten. Dann hat man quasi eine Wirkung wie ein Blei. Auch in stärker strömenden Gewässern kommt man ganz gut runter. Wenn man dann aber versucht, trotzdem den ein bisschen anzuzupfen, gibt es sehr starke Verwirbelungen. Das heißt, man hat einen doppelten Effekt. Man hat zum einen normales Blei, ja, zum anderen kann man aber auch Aktion in den Köder bringen. Das heißt, das Ganze ist sehr universell. Jetzt zeige ich euch das Fischen selbst. In der Regel lasse ich ihn ab in Richtung Grund, versuche, dass ich ihn aufs Echo drauf bekomme. Klappt nicht immer, hängt natürlich auch ein bisschen von der Tiefe ab. Umso flacher das Gewässer ist, umso schlechter bekommt man ihn auf das Echo drauf, weil einfach der Kegel nicht so groß ist. Hier funktioniert es ganz gut, wenn ich so ein bisschen meinen Arm nach hinten halte. Sieht zwar so ein bisschen verkrüppelt aus, aber Hauptsache man sieht einen Köder. Und dann beobachte ich das Echolot. Wenn Fische steigen, dann muss ich ja gucken, steigen sie, sind sie interessiert am Köder oder muss ich noch ein bisschen zupfen, dass sie interessiert sind oder muss ich das Holz einsetzen. Generell kann man sagen, dass viele Gewässer überklopft sind. Das heißt, man sollte es, wenn, dann ein bisschen dezenter einsetzen. Hängt halt auch wirklich stark davon ab, ob das Holz oft verwendet wird oder nicht. Momentan haben wir zum Beispiel einen freien Grund, da ist gar nichts. Und da mache ich ab und zu schon mal ein paar Schläge. Und dann nochmal ruhen lassen.
umso mehr Strömung man in einem Gewässer hat, umso häufiger kann man klopfen, weil man sich ja fortbewegt. Wenn man wie hier gerade ja nicht viel Strömung hat, Sommer, nicht viel Wasser hier drin im Fluss, dann sollte man es eher ein bisschen dezent einsetzen. Und wenn ich jetzt trotzdem vorankommen möchte, auch zum Beispiel im See interessant, wenn man keine Strömung durch Wind hat, zum Beispiel wenn es windstill ist, dann kann man seinen E-Motor, den man ideal hinten auch am Boot hat, so auf Stufe einstellen oder wenn man einen stufenlos verstellbaren hat, einfach auf langsam stellen, ja, und da kann man sich halt einfach ein bisschen mit dem E-Motor vorantreiben lassen. So kommt man halt trotzdem irgendwo voran, macht ein bisschen Strecke und kann halt das Gewässer absuchen. Sowohl Flussmitte ist interessant, als auch teilweise, haben wir den Kleinen jetzt auch gefangen, eher in Ufernähe. Hier hat man halt den Fall, man hat sehr viele Bäume am Ufer, dort stehen die Fische drin, gerade am Tag. Und wenn es nachher dunkel wird, dann zeigen wir mal ein bisschen das Echolot, da sind meistens viel mehr Sicheln drin, weil die ganzen Fische quasi von ihrem Unterstand rauskommen ins Freiwasser und da geht es hier ganz anders ab. Und ich würde sagen, heute Abend zeigen wir dann auch noch ein bisschen den Vertical Chick. Das heißt, es ist ja schon Abend gleich, wenn es noch ein bisschen hell ist. Weil ich denke, wenn es dann dunkel wird, werden wir beide mit Vertical Chick fischen, weil ich denke, da fangen wir doch eher die größeren. Ah, ich hatte gerade einen Fisch hier drauf. Sind wir weg. Naja, genug geredet, wir angeln jetzt noch ein bisschen weiter. Wenn wir mal richtige Schütze auffahren, ja. Leider wurden ein paar Egel abgelutscht. Natürlich könnte man jetzt noch fangen damit. Wir hatten ja noch ein paar Bisse. Bedingungen werden immer besser, aber wir sind auf einen etwas größeren aus. Und die Vertical Jigs, wenn sie sich nicht gerade so blöd verhängen, ja, sind oftmals für etwas größere Fische gut. Wie fische man? Ja, Monovorfach, das ist ganz wichtig. Das sollte man normalerweise nicht so in den Ring ziehen. Das ist nämlich nicht gut für den Ring. So, da ist es draußen. So ungefähr 70, 80 cm Länge. Der Twistlock Snap, der wird direkt dran gequetscht und oben wird auch direkt dran geknotet. Ich mache keinen Wirbel dran, ich möchte kein zusätzliches Gelenk. Man braucht hier auch keinen Loopfimbel, weil mit der Vertikalroute bringt man eh nicht so viel Druck auf das System, dass hier das Mono sich irgendwie aufziehen würde. Und ich denke, hier ein 85 Gramm, der sollte passen. Könnte zur Not auch 55 Gramm verwenden, weil man hat keine Strömung. Aber da ja doch teilweise das Wasser bis zu 10 Meter tief ist, fische mal die 85 Gramm Version, ist einfach sicherer. Wir geben auch etwas Gas mit dem E-Motor. Ich vermute, dass die Fische jetzt, wenn es dunkel wird, wirklich aus ihren Unterständen rauskommen. Eben habe ich es ja auch schon erwähnt. Und dass sie hier im Mittelwasser entlang ziehen. Das hatte man das letzte Mal auch, als wir hier waren. Und deshalb werden wir jetzt einfach im Vertical Jig im Mittelwasser ein bisschen Gas geben. Ich kann hier ein bisschen auf dem Echolot beobachten. Mittelwasser hier, 6 Meter ist er jetzt. 11 Meter haben wir sogar. Und das machen wir jetzt noch eine Zeit lang. Der Rofi legt gleich die Kamera aus, der macht ja das genauso. Und wenn es gut läuft, steigt dann auch ein Fisch ein. Zum Vertical Jig nochmal ganz kurz, ihr wollt ja auch immer Informationen relativ aggressiv anrucken und dann fallen lassen. Und ihr merkt in der Absinkphase wirklich auch dieses Zockeln, wie er von links nach rechts taumelt. Ja? Da muss man so die richtige Geschwindigkeit finden, nicht zu schnell, nicht zu langsam absinken lassen. Aber was richtig attraktiv halt ist bei diesem Köder, ist wirklich die Anruckphase. Oder unten kommt schon eine Sichel hoch, oder? Ja, der ist schon interessiert. Ich lasse ihn mal ein bisschen ab. Das ist dann nochmal weg. Ja. Also man hat wirklich eine ähnliche Wirkung wie mit dem Wallerholz. Man macht die Fische kirre und sie kommen teilweise auch von weit her. Sowohl von unten als auch von der Seite. Und da ich einfach vermute, dass die Fische jetzt abends sehr aktiv werden, fange ich gar nicht an, das Ding runter zu führen, sondern schon ein bisschen weiter oben. Oh Mann, die Frösche geben jetzt Gas. Ja. Oh, ist geil. Ist halt Natur, ja? Was willst du machen? Ist cool. Ja, Ruf, ich glaube, das wird gleich schon ein bisschen knallen, ja? Also zumindest einer, der sollte doch gehen, weil wir haben hier schon mehr Echos. Es ist auch einer am Köder, ein Echo. Und wenn ich merke, dass ein Fisch da ist, wie gerade, werde ich oft auch so ein bisschen aggressiver. Also auf keinen Fall etwas lockerer. Ist anstrengend, aber wenn ihr einen Fisch habt, ist es komplett egal, ja? Da gibt er gerne ein bisschen Gas und investiert in einen Muskelkater am anderen Tag, ja? Wenn es geknallt hat. So, Rufin, jetzt kannst du gleich die Kamera weglegen. Du hast frei, musst auch einen Fisch fangen. Geht nichts heute, ne? Ganz schlimm, also es wird nicht besser.
Ist komisch. Es ist gerade, ich glaube, 10:45. Ja. Gute Zeit eigentlich, aber die Echos, die werden fast immer weniger. Und deshalb haben wir auch entschieden aufzuhören, weil wir wollen morgen früh eventuell noch ein bisschen. Und vor allen Dingen hatten wir heute einen langen Tag. Wichtiger Geschäftstermin, der war anstrengend. Zwei Sprachen benutzt, um mit den Jungs zu kommunizieren. Keine davon richtig. Keine davon richtig, genau, ja. Keine davon perfekt, das stimmt. Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Halt, jetzt muss ich nochmal so ein bisschen dazwischen reden. Ja, zwar haben wir Vollmond. Nicht ganz Vollmond, ich glaube, richtig Vollmond ist erst morgen, aber kann halt auch ein Grund sein, warum nicht so viel geht. Stimmt, das wollte ich noch erwähnen, ne, da mit Vollmond. Vollmond kann zwar richtig geil sein, Big Fish Time, aber muss nicht. Manchmal geht da nur ein Dicker, ja, und sonst nichts. Auf jeden Fall wollen wir jetzt nicht die ganze Nacht durchangeln, weil unser Magen knurrt und müde sind wir auch. Viel gearbeitet. Insofern verabschieden wir uns und wir sehen uns dann nochmal im nächsten Video. Diesmal nur ein kleiner, aber was willst du machen? Nicht jeden Tag kann man Dicke fangen. Gute Nacht, wir gehen jetzt essen.